Guten Morgen, Deutschland. Ja, willkommen in meiner ganz persönlichen... Ist doch schön, oder? Aber Leute, hey, wir haben wenigstens einen Plan. Ne? Wir wissen zwar nicht, wie der Plan aussieht, weil der wird uns ja nicht gesagt, aber hey, Scholzi Baby hat selber gesagt, wir haben einen Plan. Hoffentlich sieht der nicht so aus wie der von Annalena, dass man schon mal medienwirksam vorher bekannt gibt, dass man einen Empörungsauftritt auf Bali hinlegen wird. Denn der ist ins Wasser gefallen. Denn der gute alte Mann da drüben aus Moskau, also der Außenminister Russlands, ja, also ich glaube, der heißt Lavrov, glaube ich, genau, der ist einfach gegangen nach seiner Rede. Der wollte sich diesen Empörungsauftritt gar nicht geben. Puh, Annalena, also was machst du denn jetzt? Ja? Jetzt musst du dich beim Friseur empören, ja? Also wirklich. Ja? Der Herr Lavrov hatte übrigens Wichtigeres zu tun. Der hat sich mit den BRICS-Staaten getroffen. Ja? Also gab bilaterale Treffen mit dem Außenminister von Brasilien, Argentinien, Indien. Also logischerweise, komischerweise redet die halbe Welt mit einem Außenminister aus Russland. Nur die Annalena, also die will sich empören. Ja. Aber Scholz hat ja gesagt, ne? Wir haben einen Plan. Und keiner weiß, wie der Plan aussieht. Und Amerika, EU und G7, super Plan. Ja, toll. Übrigens, die Ukraine hat auch einen Plan. Ja, falls ihr es noch nicht wisst. Ja, Reuters hat heute Morgen vermeldet, im Juli schon hat der ukrainische Energieminister einen Brief verfasst an Kanada mit der Bitte, doch die Gasturbinen für Nord Stream 1 nicht an Russland auszuliefern. Ja, also Moment mal. Deutschland unterstützt die Ukraine mit so ziemlich allem, solidarisch mit Verschrottung der eigenen Wirtschaft etc. pp. Und die Ukraine bedankt sich, indem sie der kanadischen Regierung schreibt, sie möchte doch bitte dafür sorgen, dass die Leute in Deutschland frieren. Ach Leute, ich finde den Plan von Scholz super. Ja. Ist ein super Plan, kann man mal drüber nachdenken. Muss man aber nicht.